So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Assassin's Creed Unity. In der letzten Folge haben wir die Erinnerung 6 abgeschlossen. Die war sage und schreibe 2 Missionen lang. Und die Erinnerung, also Sequenz 6, durften wir mit der guten Elise Lasser erleben. Und haben jetzt den Großmeister, der auch de Lasser umgebracht hat, identifizieren können. Das war der Silberschmied. Jetzt bin ich aber nicht ganz so sicher, ob das der gewesen ist. So der Silberschmied, den wir auch gerettet haben. Aber ich gehe mal stark davon aus. Und ja, jetzt sind wir schon bei Sequenz 7. Und ich glaube, nur 12 oder 13 Sequenzen hat dieses Spiel. Und das bedeutet, dass wir sehr, sehr schnell die Hauptstory dann durchgespielt haben. Deswegen kümmern wir uns jetzt erstmal um die Nebenaufgaben. Um ein bisschen Geld ranzubekommen, um auch noch ein bisschen besser ausrüsten zu können. Das ist ja auch leider weniger wichtig. In Ermangelung von Mitteln, das Ziel eliminieren. Das ist ja einfach. So, warte. Achso, das ist wahrscheinlich hier drin. Na gut, das können wir. Es ist wahrscheinlich wirklich extrem anstrengend, mit ihm zusammen zu spielen. Welcher Prinz denn? So. Oh. So. Tada. 1 von 7. Na, herzlichen Glückwunsch. Ja, wir kümmern uns doch gleich um den Prinzen. So. Hallo. Oh, nur noch eins. Und dann haben wir wieder eine neue Belohnung. Alete, alete. Bürger, halt. Schön. Und 1500 Livre bekommen wir auch noch. So, das sehe ich ja schon. Die eine Mission mit dem Prinzen. Ich hoffe nur, dass die mit dem Schwierigkeitsgrad. Der Prinz ist noch am Leben. Ja, 4. 25.000? Der kleine Prinz. Den Prinzen finden und retten. Der Sohn von König Ludwig, der 16. soll angeblich am Leben und im Templerhand sein. Royalistische Gerüchte. In Paris? Ja, na komm. Es gibt Gerüchte, wonach der Sohn des ehemaligen Königs Louis KB noch am Leben ist und sich in Paris befindet. Etwaige Informationen sind sofort an ein Mitglied des Wohlfahrtsausschusses weiterzugeben. Menschen glauben einfach alles, oder? Ihr solltet nicht alles glauben, was ihr liest. Die Templer halten den Prinzen als Tauschmittel, haben aber das Interesse verloren. Nicht gut für den Prinzen. Die Assassinen wollen wissen, was er weiß. Doch die Templer töten ihn, wenn wir ihn nicht mit einem Boot aus Paris schaffen. So gut wie erledigt. Okay. Ah, Arno! Halt! Ja, du Bürger! Komm her, du Male! Ich zermal dein Rückgrat zu Staub. Das ist die Frage, wie stellen wir denn das am besten an? Ja, komm zurück, du Stinker! Ich hab hier 20 cm Stahl für dich! Mein Onkel ist der Graf von Provence, er hat Geld! Der zahlt bereits. Oh. Wer glaubst du, will dich umbringen? Aber warum? Du wirst König. Für einen Tag. Dann nimmt dein Onkel deinen Platz ein. Bitte, ich habe nichts getan! Dann wirst du der erste unschuldige König in der Geschichte. Hab noch nie einen Prinzen getötet. Bitte, tu mir nicht. Arno, du sollst hier reingehen, verdammte Axt. Ja, du. Prinz Louis Charles, nehme ich an. Dauphin Louis Charre. Dieser kleine Herzog der Normandie wurde am 4. Juni 1789 mitten in der Krise der Generalsterne durch den Tod seines älteren Bruders zum
Dauphin. Als kränkliches Kind wuchs er nur schlecht und litt an Tuberkulose, die ihm letzten Endes auch den Tod bringen sollte. Seine dreijährige Gefangenschaft im Tempel verschlechterte seinen Gesundheitszustand weiter, war aber nicht die direkte Todesursache. Selbiges gilt für die Misshandlungen, die er angeblich durch seinen Wärter, den Schuster Antoine Simon, erdulden musste. Simon war ungehobelt, aber kein wissentlicher Folterknecht. So bestand er zum Beispiel darauf, Ludwig einige bekannte zotige Lieder beizubringen. Nachdem ihn die Emigre 1993 als Ludwig 17. anerkannt hatte, starb er am 8. Juni 1795 allein in der Dunkelheit seiner Zelle. Sein Tod führte zu allerlei hanebüchenen Theorien. Manche behaupteten, das Kind wäre aus dem Tempel entkommen. In den folgenden Jahren traten gleich eine ganze Reihe falscher Dauphins auf den Plan, um Anspruch auf den Titel zu erheben. Mein Onkel schickt euch? Ich diene einem anderen Meister. Ein Diener ist ein Diener. Nun, worauf wartet ihr? Rettet mich! Wie ihr wünscht. Okay. Ich gehe nicht weiter, wenn diese Rüpel da unten sind. Das war's. Ja. Eine Schande. Er ist noch ein Kind. Oh. Ach, sei es drum. Eher alles vergeblich. Hä? Avec de la chance, elle dormira à mon retour. Marie ne va pas aimer ça, mais de toute manière... Kommt jetzt, na los! Ihr habt mir nichts zu befehlen. Ich hab doch jetzt alle eliminiert, oder? Was ist das für ein verdammter Gestank? Vermutlich Hundescheiße. Ist ja eine Gerberei. Die benutzt... Es sind noch mehr Schläger da oben. Beeilung! Ja, ich bin ja schon dabei. Ey! Ach, verdammt, ich habe keine Medizin mehr! Ach, warte, wo sind die denn hier? Ich brauche unbedingt wieder Medizin. Ah, das ist auch ein Schütze, aber egal. So. Gut, jetzt warten wir nochmal kurz, bis wir anonym sind. Eure Majestät. Hat lang genug gedauert. Lasst uns gehen, das Boot wartet. Aber ich werde seekrank. Natürlich. Ah, Le Marcellais. Da sind noch mehr. Könnt ihr nicht aufpassen, wo ihr mir geht? Wo gehst du hin? Für die wahre Zeit. Ich werde mir eure Reste von der Schuhsohle abkratzen. Lass mich, was du da bist. So. Oh, nein. Ah, dieser. Nicht ab. Da! Na, mach doch mal hier mal. Gott. So. Alaine, par ici! Sie warten am Ufer auf uns. Ich hoffe, Sie haben Süßes. Wehe, du bist den Aufwand nicht wert. Oh doch. Mit 25.000 Livre würde ich schon sagen, dass er den Auftrag wert ist. Ich hatte schon wieder Kämpfe. Wir ignorieren das einfach mal ganz gekonnt, okay? Ach, der ist sie ja schon. Kann er vielleicht ein bisschen schneller gehen?
wie schön dreckig das Wasser auch ist. Nein! Das war manchmal echt anstrengend. Sei gegrüßt, Arnaud. Doch es gab eine Verwechslung. Das ist nicht der Prinz. Das soll wohl ein Scherz sein. Wartet, ich war der Knecht des Prinzen. Wir wuchsen zusammen auf. Was du weißt, ist dennoch wichtig für uns. Du bist bei uns sicher. Wenigstens etwas. Yay! 25.000! Livre! Das schmeckt gut. Oh, wir haben noch ein Artefakt. Oh, ach doch, ich gehe doch mal hier hoch. Jetzt ärgere mich doch mal nicht so. Ist wirklich manchmal... Ach, hier haben wir's. So, da würde ich sagen, werden wir den Grabraum als nächstes bestreiten. Da hatte ich ja in der letzten Folge fälschlicherweise als Graburlaub ausgesprochen. Aber ja, 25.000 Livre. Könnte man es immer als Belohnung haben. Und die Aufgabe war ja okay. War ja jetzt nicht so, dass die ultra schwer gewesen ist, obwohl. Ich brauche Medizin. Oh nein, ein Rätsel. Und jetzt ignorieren wir erstmal. Sowieso Fische. Können wir sowieso leider noch nicht machen. Was wirklich sehr schade ist. Ich hätte mich so sehr gefreut, ein Nostradamus-Rätsel zu machen. Oh ja. Och, ich renne weg. Oh, ja, auf jeden Fall ein Geschäft. Hier, Bruder. Bonjour. Nee. Et bienvenue, Mister. Das war ein bisschen traurig. Un amant surpris par le mari. Mon mari, pas encore, mais Grabraub, einen Verbündeten beschützen und sicherstellen, dass er überlebt. Das kriegen wir auch hin. Da haben wir ja. Da! Achso, das war's schon. Ja, nicht schlecht. So kannst du mal laufen. So, dann haben wir hier noch Falltod um ein Objekt von einem festgelegten Ziel stehlen. Ja, das ist ja auch eigentlich relativ einfach. Nein. Was mich auch immer wieder irritiert, ist, dass der gesperrte Bereich blau hinterlegt ist auf der Karte. Normalerweise ist es ja rot, damit du auch ganz genau weißt, aha, davon halte ich mich fern. Das Blaue ist ja eigentlich so, ja, kannst dich dort aufhalten ohne große Probleme. Das sind zwar ein paar Wachen, aber die tun dir nichts. Sind die denn überhaupt? Ach, dort. Hallo, bitte mal anonym sein, die folgen mir gar nicht. Drei, fünf. Halt richtig einfach. So. Erledigt. Da haben wir hier, ohne seine Ruhe zu stören, einen Verbündeten beschützen und sich sicherstellen, dass er überlebt.
Also ganz wichtige Aufgabe haben wir hier. Ist das wirklich das? Muss sagen, habe ich lieber einen. Ich hab's gesehen. Was machst du da? Hier mal eine Nomadentruhe. So, was habe ich jetzt bekommen? Was bekomme ich? Einen meisterlichen Phantommantel. Oho. So, was haben wir hier? Ach ja, Fall tot um war das doch nicht. Nee, ohne seine Ruhe zu stören. Also ohne unsere Hilfe wäre Paris auf jeden Fall aufgeschmissen. Ich reiß dir das Herz raus. Nee. Huch. Tschüssi. Ja, der ist doch schon tot. Naja, eigentlich habe ich dir das eher gezeigt, mein Freund. Was geschieht hier? Nix. Ich plündere nur. Ich brauche Medizin. Ach nee, Medizin habe ich ja. Habe ich ja extra gekauft. War sogar in der Folge. Meine Güte. Geh doch mal runter. Danke. Ich wurde ausgeraubt. Oh, nein. Ah, das ist leider 5. Ja, tut mir leid. Da kann ich leider nicht helfen. So, aber was ich machen kann, ist ein Aussichtspunkt. Sag ich euch, das ist Irrsinn. Ja. Aber es scheint sich keiner für eure Belange zu interessieren. Natürlich ja traurig ist, ne? Muss man ja mal dazu sagen. Ja, nicht, hey. Oh, die immer so aggressiv sind. Die haben alle solche Aggressionsprobleme. Hier. Ach, Arno. Sorry. Muss nur mal kurz hier hoch. Oh, 200. Vielleicht finden wir noch einen Gesellschaftsclub. Das wäre natürlich ideal, der mit auf dem Weg ungefähr liegt. Dann müssen wir da nicht hier immer den ganzen Weg. Oh ja, gut, Arno. So, aber jetzt können wir genau hier drüber springen. Oh, das mache ich dann im Off. Aber schon ein bisschen gemein. Das ist komisch, ja? Nein! Oh, Mensch, Arno! Gib ihm den Stahl in den Rücken! Du hast nicht gekommen! Los! So eine schöne Attentatsserie wie in Assassin's Creed 3 oder Black Flag würde mich schon freuen, wenn ich sowas hätte. So. Jetzt sind wir schon beim Aussichtspunkt. Und ich kann mir vorstellen, im Rahmen eines Nostradamus-Rätsels wäre wahrscheinlich auch die Kirche sehr wertvoll für uns. Die müsste ich mir einfach nochmal merken, obwohl die sieht genauso aus wie die andere, die wir schon mal hatten. Wo wir, glaube ich, das Skorpion-Rätsel getriggert hatten. So. Ach, hier. Das sieht trotzdem gar nicht so weit weg aus. Weil die große Kuppel da hinten ist bei unser erster Aussichtspunkt aus der südlichen Hälfte von Paris. Oh, eine Goldene. Sieht gar nicht so weit voneinander entfernt aus. Und zu unserer Freude haben wir sogar noch eine goldene Truhe. Ezios Meister, das ist die Inventur. Ja, Ezio.
Mein Freund. Oh nee, wir haben einen Zwilling. Oh, komm, wir machen jetzt einfach mal noch die Aussichtspunkte. Komm, wir ziehen uns jetzt einfach mal komplett durch. Da brauchen wir ja eigentlich auch Altair, oder? Ich glaube, Edward, Connor hatten wir. Jetzt Ezio. Ich glaube, Altair fehlt uns noch. So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge schauen wir uns dann einfach die Assassinen-Aufgabe an, wenn wir uns jetzt, beziehungsweise haben wir in der Nähe noch eins? Okay, das könnten wir dann noch machen, weil die gehen ja, wie gesagt, relativ schnell. Dann werden wir in der nächsten Folge uns damit noch beschäftigen und werden auch noch die Nostradamus-Rätsel lösen, die unserem Schwierigkeitsgrad entsprechen. Sorbonne. Dann ist eigentlich die Hobornarrenviertel eigentlich nicht, ne? Die sind eigentlich auf der nördlichen Seite. Aber das sieht auch schon so relativ prächtig aus. Oh, das ist sogar auch so eine Kuppel. Da habe ich gerade die beiden Kuppeln miteinander verwechselt. Oh, ich komme gar nicht hier hoch. Oh, sogar Notre Dame. So, auch wieder eine goldene Truhe, ja, meine Güte. Das ist ja viel Weihnachten gerade für uns. Und da haben wir auch noch ein Artefakt. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, es geht doch mal hier runter. Hallo. Oh, Luxemburg. Ey, willst du mich... Sag mal. Chase Templer-Montur. Oh, die gab es wohl auch noch. Ah, gut zu wissen. Der Schulmeister das Ziel eliminieren. Ja, das klingt sehr einladend. Oh, ey, die gehen mir richtig auf den Keks. So. Warum fliegt das Buch? Sind wir etwa in Hogwarts? Und ich weiß noch nichts davon. Quelle est la raison de cette excitation? Une nouvelle révolte? So. Pantheon? Da waren wir ja auch schon. Jetzt sind wir wieder in Luxemburg. So, und dann heißt es einmal hier entlang, weil das ist nämlich auch auf dem Weg zum Aussichtspunkt. Glaube ich. Hoffe ich. Eigentlich gibt es diese Durchgänge. Wenn es sie nicht geben, müssen wir die ganze Zeit entweder über die Dächer, was aber auch nicht immer so sinnvoll ist. Oder halt einmal mal um das Gebäude herum, was auch sehr zeitintensiv ist. Was machst denn du? Ich... Ich aber ich muss ehrlich sagen, Assassin's Creed Unity ist okay. So. Vom Spielen her. Also es catcht mich jetzt so emotional nicht so sehr wie die anderen drei Teile, anderen vier Teile zuvor. Es ist halt okay, Pulververschwörung. Ein Objekt von einem festgelegten Ziel stehlen.
Also ich finde auch, die Erzählweise ist gewöhnungsbedürftig, weil man wird, das geht halt einfach irgendwie alles zu schnell, finde ich. Da hat man bei Assassin's Creed 4, 3, also man hat halt schon diesen Spannungsaufbau gehabt. Und hier... Es ist irgendwie zwei Missionen, wie gesagt, und dann ist man schon in der nächsten Sequenz. Und man hat irgendwie keinen so richtigen, weiß nicht, so ein Zugehörigkeitsgefühl auch für die Bruderschaft. Man wird von denen nur angegangen, wird von seinem Mentor Pisspot genannt. Also ich weiß nicht, ich bin da wahrscheinlich einfach zu weiblich unterwegs, aber mich würde das persönlich stören. Also da würde ich sagen, macht doch euren Mist alleine. Und irgendwie besteht ja nur unsere Mission darin, den Mörder unseres Ziehvaters zu finden. Deswegen sind wir ja auch der Bruderschaft beigetreten. Er macht doch ein Doppelattentat. Das kann der Ober... Naja, was machst denn du? Ich hab eh gedrückt, Mensch. Ja, wenn wenigstens auch mal die Steuerung so funktionieren würde, wie ich mir das vorstelle. Und ich immer so buggy wäre. Es liegt vielleicht so 60% an mir, weil ich vielleicht einfach zu viel möchte. Hä? Gut, dann machen wir es einfach auf die harte Tour. Dann sterbe ich lieber. Weil hier kommt so was. Es hat irgendwie, weiß nicht. Ja, das ist. Also bisher würde ich wahrscheinlich Assassin's Creed Unity somit an letzter Stelle sehen. Palais et Jardin du Luxembourg. Ein sehr schöner Garten, le Jardin. Klar, Assassin's Creed 1 war jetzt auch, ja. Okay. Aber ich meine, es war ja der Anfang von Assassin's Creed, ne? Deswegen war es schon eine relativ große Erneuerung. Aber die hatten ja wirklich einen Riesensprung von Assassin's Creed 1 zu Assassin's Creed 2 vollbracht. Und haben sich dann eigentlich, finde ich persönlich, erstmal nur gesteigert. Und Assassin's Creed Unity, ich weiß nicht, ich spiele das schon gerne durch, so ist es nicht. Oh, ein! Ja, gerne. Ja, ich krieg's jetzt mal hin, Arno. Ist schon cool, weil einfach die Grafik und auch das ganze Setting mich anspricht. Und es macht mir an sich auch Spaß, auch wenn es halt mehr oder weniger immer dasselbe ist. Also Drohnen plündern, Aussichtspunkte, Assassinenmission. Okay, die Nostradamus-Rätsel, die gehen mir richtig auf den Senkel. Also die bräuchte ich nicht, zumindest vielleicht ein bisschen einfacher Form. Aber es ist einfach nur mein persönlicher Geschmack. Andere können jetzt sagen, ja, nein, Nostradamus-Rätsel finde ich voll cool, weil ich lese mir die Datenbankeinträge durch und ich bin voll der Geek, was französische Geschichte anbelangt. Und weiß sofort, was immer damit gemeint ist. Und ist es ja schön. Aber für mich sind die Rätsel teilweise so, ja, gut, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber ich mache sie halt, damit ich halt die... Muss ich eigentlich? Hier hoch. Ja, damit ich halt die Rüstung bekomme. Ja, aber irgendwie war auch so der Einstieg in die verschiedenen Leben auch irgendwie ein bisschen besser bei den anderen Teilen. Gut, bei Assassin's Creed Black Flag hat man ja gleich mit erwachsenem Edward gestartet. Hier hatte man ja den kleinen Arno, wie er den Tod seines Vaters mit ansehen musste. Aber so, das war halt schon cool. Aber danach ging das alles relativ schnell. So ohne tiefere Bedeutung. So. Warte mal. Da würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge die letzten, ich glaube, letzten drei Aussichtspunkte weiter. Dann haben wir zumindest die ganze Karte aufgedeckt und dann kann ich mich dann im Off austoben bei den ganzen Kokarden, Artefakten und Truhen. Und dann machen wir in der nächsten Folge halt die Assassin-Mission weiter, solange die in unserem Schwierigkeitsrahmen sich befinden. Und dann, ja, werden wir irgendwann eines Tages die Haupterinnerung weitermachen. Das geht ja relativ... Flotti Karotti. Und ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge gefallen hat und dass wir uns in der nächsten Folge wiedersehen werden.